mehr. Bodenwellen bis zum geht nicht mehr. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im tiefen Thurgau. Nein, also so tief im Thurgau sind wir nicht. Es ist an der Grenze. Genießen das schöne Wetter. Ich bin immer noch mit meinem Schwager unterwegs. Wie bei der letzten Folge. Er macht es wirklich sehr gut, also ich war nicht so wie er bei meiner ersten Tour. Er macht es wirklich sehr, sehr gut. Ich muss auch zugestehen, er hat viel mehr Mut als ich. Das merkt man auch in den Kurven vor allem. Er getraut sich viel mehr, sich hinzulegen. Bei mir war das ganz anders. Meine Tätowiererin hat mir geschrieben, ich habe sie nach einem neuen Motiv gebeten. Und sie hat mir heute Morgen schon eins geschickt. Ich habe sie aber gefragt, ob sie mir noch eins machen kann, damit ich es vergleichen kann. Was ist besser? Und ja, also falls ihr euch zum Beispiel fragt, was für ein Motiv, es geht um einen Hund, um die Kaswa. Ich wollte ein Bild von ihr haben. Weil ja, sie ist auch nicht mehr. Bodenwellen bis zum geht nicht mehr. Sie ist ja halt auch nicht mehr die Jüngste. Und da ich immer mehr das Gefühl habe, es geht nicht mehr lange mit ihr, wollte ich eine kleine Erinnerung. Schon jetzt. Ja, und die Idee, die ich so habe für das Tattoo, ist den Pfotenabdruck und im Pfotenabdruck das Gesicht von ihr. Das ist so die Idee, die ich habe. Ich hoffe, sie bringt das Bild wirklich so hin, wie ich es mir vorstelle. Der von heute Morgen, der war gar nicht so schlecht. Der war wirklich gar nicht so schlecht. Ich wollte einfach, ja eben, als Vergleich einfach nochmal einen noch haben. Weil ich bin nicht der Typ, der direkt sofort zu allem Ja und Amen sagt. Das ist halt auch so ein bisschen. Jetzt ist er wieder hinter uns. Ja,
was habt ihr eigentlich so eine Meinung zu Tattoos? Gefällt das euch oder findet ihr das irgendwie hässlich oder ja, unnötig? Wie meine Frau sagen würde, Geldverschwenderei. Ja, was schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also bei mir ist es halt so, bei mir müssen die Motive eine Bedeutung haben. Es muss etwas, ja, es muss seine Geschichte erzählen. Das ist schon bei mir ein Muss. Es muss auch, also nicht einfach irgendeine Geschichte, es soll etwas zu meiner Geschichte, zu meinem Leben erzählen. Ich suche ein Plätzchen, wo wir anhalten und was trinken könnten. Aber irgendwie finde ich nicht. Aber irgendwie sieht es hier auch ziemlich trocken aus. Hallo? Lodge? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, hier hinten war ich noch nie. Es gibt einfach irgendwie keinen Kaffee oder so. Nee, nix. Irgendwie nix. Nichts los in diesem Dorf oder Stadt oder was das auch ist, Gemeinde.
Heute gibt es viele Arschlöcher, hä? Sagen nicht Hallo, gar nichts. Arkadaşlar, jetzt haben wir auch noch gerade eine Beiz gefunden, wo wir einen Kaffee nehmen können. Ich denke, dann beende ich gleich das Video hier. Ich hoffe, die Videos an der GoPro 360 sind gut. Ich habe ehrlich gesagt keine gute. Ja. Also, ich glaube, es sind nicht so gute Aufnahmen geworden, weil es